So, jetzt zeigen wir Ihnen mal, wo Frank Sinatra und Michael Jackson ihre Autos in Form haben bringen lassen, in der legendären Styling Garage. Es war in den bunten 80er Jahren, dem Jahrzehnt der wilden Autotuner. Die Möglichkeiten schienen unbegrenzt, zumindest solange Geld keine Rolle spielte. Im großen Stil wurden Nobelkarossen aufgepimpt, lange bevor dieser Begriff überhaupt erfunden war. Markus Potzdahl sammelt alles über die Styling Garage, der wohl extremsten Tuningfirma dieser Zeit. Der Wagen ist bei der Styling Garage bestellt worden von Prinz Frederik von Anhalt. Halt mit den Flügeltüren, komplett in Schwarz, glanzschwarz ab Werk. Und der hat ihn ungefähr 2 Jahre gefahren, hat ihn dann an die Grimaldis nach Monaco verkauft. Irgendwann ist dieser Wagen in einer Sammlungsreinigung, so heißt es ja immer, verkauft worden an einen Händler nach München. Da stand er dann ein paar Jahre. Irgendwie ist entweder da kein Markt für oder er war einfach schlicht zu teuer. Ja, und da habe ich ihn dann hergekriegt, nachdem ich mir dann endlich leisten konnte. Seit Kindheitstagen ist der Hamburger Fan der legendären Styling Garage. Jeder Prospekt, jeder Zeitungsschnipsel wird gesammelt. Aufgemotzte Protzkarossen zu einer Zeit, als Mercedes-Fahren eigentlich noch spießig war. Ich habe dann jeden möglichen Nebenjob, was Kinder machen durften, angenommen, um mir Taschengeld dazu zu verdienen, damit ich mir die Zeitung kaufen kann. Habe dann sozusagen da schon alles gesammelt, das Wissen in mich aufgesaugt, habe mich aber nie getraut, so richtig mal zur Styling Garage hinzufahren, was aus heutiger Sicht natürlich extrem schade ist. Aber sei es drum. Für Firmengründer Chris Hahn war ein Serien-Daimler nichts als eine Rohform, wie ein gut gewachsener Baum, den er dann mit ordentlich Luxuslametta behängte. Und so zauberte er aus einem biederen Mercedes ein mobiles Wohnzimmerbüro mit Gold und Multimedia. Bescheidenheit war für die Styling-Garage eine Sünde. Aus heutiger Sicht muss man halt sagen, die Autos sehen aus wie Spinner-, Aufschneider- oder Zuhälterautos. Waren sie aber nicht, weil zum Beispiel der Sultan von Brunei hat mehrere Fahrzeuge bei der Styling-Garage gekauft und das ist bestimmt kein Spinner. Papst Johannes Paul II. Hat 2 Stretch-Limos von der Styling-Garage bezogen, gestretchte und gepanzerte Mercedes. Dann zum Beispiel das berühmte Papamobil, das G-Modell mit der Glaskuppel, ist von der Styling-Garage gemacht worden und das sind hochseriöse Personen und das sind dann somit auch keine Spinner-Autos. Auch Frank Sinatra und Michael Jackson schickten ihre Blankoschecks. Doch der wohl schillerndste Auftraggeber war der sogenannte Regenbogenscheich. Für die Styling Garage eine Episode wie aus 1001 Nacht. Scheich Hamad bin Hamdan hat wohl eine seiner Cousinen heiraten wollen. Und das war wohl offensichtlich eine ganz besondere. Hat dadurch eine spezielle Flotte bestellt und hat verschiedenfarbene zu jeder Regenbogenfarbe eine S-Klasse, konsequent mit Chrom in Wagenfarbe, Leder in Wagenfarbe, Holz in Wagenfarbe, Gebetskette in Wagenfarbe und Maschinengewehre im Kofferraum in der Naturverkleidung in Wagenfarbe, in jeder Regenbogenfarbe. Hat dazu halt die Kutschen bestellt, einen Hubschrauber bestellt, normale weiße S-Klassen bestellt, auch mit Regenbogenstreifen, aber halt normale weiße. 10 Stück sollten das gewesen sein, um halt die wichtigsten Gäste damit chauffieren zu können. Ein paar Babybenze, die für das Autoballett benötigt wurden, kamen noch dazu. Impressionen aus der Glanzzeit einer Pinneberger Tuningfirma. Potzdahls Allerheiligstes. Raubvogelschaltknäufe, goldene Kühlerfiguren und andere Überbleibsel erinnern an stornierte Scheichaufträge. Sein größter Schatz aber ist gerade beim Lackierer, ein weißer Gullwing, zurückgekauft vom Regenbogenscheich. Den Motor hat der gelernte Klavierbauer bereits in den Originalzustand versetzt. 3 SGS-Karossen hat Potsdahl bereits. Der 500er S-Klasse-Kombi ist einer von nur 3 gebauten Exemplaren. Die hatten ja ausschließlich sonst nur für Amerika, Japan, Saudi-Arabien gebaut. Und das sollte so die erste Idee sein, den europäischen Markt so ein bisschen zu erobern. Leider ging das wahrscheinlich komplett nach hinten los, weil allein der Umbau hat 68.000 DM plus Mehrwertsteuer gekostet. Und wenn man sich überlegt hat, dass ein normaler 123er-Kombi neu 25 gekostet hatte,
weiß ich nicht, wer sich das dann leisten sollte. Was die Anschaffung dieser Kultautos betrifft, da hat die Zeit für Markus Potzteil gearbeitet. Solche Autos sind mittlerweile erschwinglich. Und so wächst und gedeiht, was irgendwann mal ein Styling-Garagen-Museum werden soll. Zum Schluss wollen wir noch wissen, wie der Tuning-Stil der 80er Jahre heute ankommt. Auf St. Pauli fragen wir nach. Cool. Gerade die Flügeltüren. Very good car. Das ist schon ein Schmuckstück. Wurde auch bestimmt auch viel verkauft, also diese Baureihe. Wunderschön. Das ist nicht mehr für uns ältere Herrschaften, aber für einen jungen Mann sehr elegant und sportlich. Auch die Frau von heute zeigt sich durchaus begeistert. Ich find's cool. Ja, es sieht aus wie so ein Batman-Auto, finde ich. So leicht, sehr abstrakt. Umso bedauerlicher, dass es mit den fröhlichen Tuning-Exzessen so schnell wieder vorbei war. Als 1986 die Petrodollars plötzlich ausblieben, ging die Styling-Garage bankrott. Sven Gramm ist der Pressemann beim Mercedes-Veredler Brabus.